Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. 21:21 Uhr haben wir schon. Ich habe mal wieder gar kein Zeitgefühl. Weg vom Bürojob, dein Ding machen, reisen, das Leben in vollen Zügen genießen. Wäre das was für dich? Ja, wahrscheinlich wäre das was für dich, sonst wärst du hier ja nicht in der Gruppe. Das ist ja so etwas, wo irgendwas in dir ruft. Genau das wäre mein Ding. Ich möchte gern was mit dir teilen. Mir ist das heute Mittag noch mal so bewusst geworden oder heute überhaupt. Danke. Ach, hallo, liebe Julia. Schön, dass du da bist. Mir ist das heute Mittag noch mal bewusst geworden oder heute Morgen vielmehr. Wir waren den ganzen Tag eigentlich in Saarbrücken heute unterwegs, hatten heute so einen unserer vielen Auszeittage, mein Mann und ich, sind heute Morgen schon um 7:45 nach Saarbrücken gefahren und hatten dort Wohlfühltermine. Und dann waren wir noch gegen Mittag lecker brunchen und an der alten Firma vorbeigefahren, von der Autobahn gewunken, wo ich 30 Jahre lang am Schreibtisch gehockt habe. Und auf der Autobahn ist mir wieder eingefallen, eine Situation vor einigen Jahren, wo ich, ja, weil ich einfach mit angezogener Handbremse so durch mein Leben bin, weil ich viele Jahre im wahrsten Sinne des Wortes rumgeeiert habe, viel Energie gelassen habe. Mein Körper hat mir einige Signale, Warnsignale geschickt. Ich habe sie wahrgenommen und doch nicht beachtet. Was letzten Endes so dazu geführt hat, dass ich mittags, wenn ich so nach Hause gefahren bin, immer todmüde eigentlich war. Und das lag nicht daran, dass ich zu wenig geschlafen habe, sondern das lag wirklich einfach daran, dass ich so viele Dinge gemacht habe oder so viel Zeit im Büro gehockt habe. Auch wenn es nur noch zweimal in der Woche war und alle 2 Wochen noch der Mittwoch noch dazu. Es hat mir aber einfach Energie geraubt, weil ich einfach das Gefühl hatte, da muss es doch mal was anderes in meinem Leben geben. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich mich dann mittags so um 2:45 ins Auto gehockt hatte und auf die Autobahn gefahren bin, war ich einfach immer im wahrsten Sinne des Wortes todmüde. Was dann eines Tages auch dazu geführt hat, dass ich am Steuer eingeschlafen bin und gegen die Leitplanke gedonnert bin. Ist mir heute Mittag nochmal so in den Sinn gekommen, als wir genau an der Stelle vorbeigefahren sind. Und ich habe mich auch noch daran erinnert, als ich nach Hause kam, ja, dann so kreidebleich. Unser Sohn war nicht da, mein Mann auch nicht, aber meine Tochter fragte, was los ist. Und ja, mir auch so bewusst wurde, dass ich da quasi wirklich mit einem blauen Auge nochmal davon gekommen bin, nur einen Blechschaden am Auto hatte, das hätte ja können ganz anders ausgehen, dass ich mit diesem Rumeiern und mit dem Missachten der Warnsignale meines Körpers im wahrsten Sinne des Wortes im Grunde genommen auch mein Leben aufs Spiel gesetzt habe. Denn so mit 100 auf der Autobahn unterwegs zu sein, ich gehöre nicht immer unbedingt zu den Schnellfahrern, aber 100 Stundenkilometer gegen die Leitplanke zu donnern. Wenn man sich dann noch vorstellt, es könnten noch andere Fahrzeuge mit beteiligt gewesen sein, da waren schon noch alle Schutzenergien irgendwie aktiv und haben mich und andere Menschen vor Schlimmerem bewahrt. Das ist mir dann nochmal bewusst geworden und das möchte ich gerne mit dir teilen. Vielleicht geht es dir ja so, dass du ja, genauso wie ich früher in meinem früheren Leben auch das Gefühl hast, dass du schon jahrelang rumeierst, dass du mit angezogener Handbremse durchs Leben gehst, dass dein Körper dir Signale schickt. Du sie zwar auf der einen Seite wahrnimmst, auf der anderen Seite aber missachtest. Also doch nichts veränderst in deinem Leben. Oder vielleicht hast du auch schon viele Ausbildungen nebenbei gemacht, Kurse gemacht. Vielleicht hast du auch schon Coachings in Anspruch genommen, um da endlich was zu verändern. Vielleicht auch die Ernährung umgestellt, eine ganzheitliche Sichtweise angeeignet oder
ja, eigentlich irgendwo eine Basis geschaffen und bist doch nicht weitergekommen. Merkst, verdammt nochmal, irgendwie drehe ich mich im Kreis. Warum? Weil es einfach noch darum geht, deine Ängste zu überwinden. Denn als meine Tochter damals gesagt hat, jetzt kündige doch endlich mal da, da hat mein Herz, meine Seele, wenn ich ganz ehrlich bin, sofort gesagt, ja, ich will da weg. Aber der Kopf hat gesagt, wie sollte das gehen? Und hat sich im nächsten Moment damit getröstet, dass ich doch da auch noch relativ gut verdiene und ein sicheres Einkommen habe. Und ich, ja, einfach von Ängsten behaftet war, wirklich da diesen Schritt zu gehen. Genau, vielleicht geht es dir ja auch gerade so. Und ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung von vielen anderen, sobald wir eine Entscheidung treffen, unserem Herzen zu folgen, unserer Seele zu folgen, die Warnsignale auch unseres Körpers wahrzunehmen und da was zu verändern, sobald wir da eine Entscheidung treffen, uns auf den Weg unseres Herzens zu begeben. Und zwar mit einem klaren Weg, wo es genau hingeht. Also nicht, wo es darum geht, irgendwelche Puzzlestücke zwischendrin nochmal zu lösen, ein Coaching, ein kurzes Coaching in Anspruch zu nehmen, um vielleicht ein Puzzlestück mal wieder aufzulösen, sondern wo wir uns wirklich klar eine Entscheidung treffen. Da geht es jetzt hin. Ich entdecke jetzt meinen Seelenplan. Ich finde jetzt genau heraus, was mein Ding ist und gehe dafür. Weil in mir war auch immer so eine Stimme, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, irgendwann mit 85, 90, keine Ahnung, dass ich dann zurückblicke und sage, okay, es hat zwar ein paar Jährchen gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich habe aufgehört, rumzueiern und ich habe die Handbremse gelöst. Und ich bereue es nicht. Sobald du diese Entscheidung triffst, deinem Herzen zu folgen, auf die Botschaften deiner Seele zu lauschen, kann sich auch für dich so oder nicht kann, wird sich auch für dich so, so viel verändern. Es gibt so viele Möglichkeiten und Türe und Tore, die da offen, die sich da öffnen, weil letzten Endes du ein, hallo liebe Sabine, weil du letzten Endes ein wirklich wohlwollendes Universum an deiner Seite hast. Das Leben meint es grundsätzlich gut mit uns, auch mit dir. Nur das sind Dinge, die man uns nicht beigebracht hat. Und so eiern manche ihr ganzes Leben rum. Und irgendwann ist es dann zu spät. Irgendwann kommt der Punkt, wo wir merken, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, unseren Körper zu verlassen. Unseren Körper zu verlassen und dann denken wir, hätte ich doch nur. Und deshalb wollte ich das, was ich dir gerade erzählt habe, so aus meiner eigenen Geschichte, jetzt auch immer noch mal ganz offen mit dir teilen. Es gibt auch für dich definitiv Möglichkeiten, dir dein Traumleben zu erschaffen, so wie du dir es mal vorgestellt hast. So wie du dir es als Jugendliche, als Kind hatten wir immer noch Träume, als Jugendliche, je nachdem, haben manche ihre Träume schon begraben, aber manche haben sie noch. Spätestens im Erwachsenenalter sind die Träume dann beerdigt worden, weil wir dann glauben, ja, ist halt so, muss halt mich mit meinem Beruf arrangieren. Und dann zieht das Leben an einem vorbei. Das Wertvollste, was wir haben, das Leben und die Lebenszeit. Und es ist alles. Alles, alles, alles veränderbar. Es ist alles lösbar, veränderbar, egal wie viel man schon
metaphorisch gesprochen, auf dir herumgetrampelt hat. Es kann alles gelöst und geändert werden. Und da geht es einfach darum, dem Universum, ja, nennen wir es mal Universum, zu zeigen, hey, ich habe es verstanden, ich habe es kapiert, hallo liebe Julia, ich gehe jetzt dafür, ich will jetzt endlich entdecken, warum ich hier bin, diesen unsichtbaren Rucksack auspacken, wo mein Seelenplan sich verbirgt, meine ganzen Fähigkeiten, meine Kreativität, mein ganzes Potenzial da ausgraben und alles, was da hinderlich ist, aus dem Weg räumen. Alles aus dem Weg räumen, was hinderlich ist. Und das funktioniert natürlich nicht, indem man einfach mal eine Stunde ein Coaching macht, sondern wir können ja nicht Format C in unserem Kopf machen. Wenn das gehen würde, wie beim Computer, Format C machen und neu programmieren, dann wäre das sicherlich mit einer Stunde getan. Aber das sind ja so viele Dinge in uns vergraben, im Unterbewusstsein, im Unbewussten. So viele Schleier liegen über uns. Ich stelle auch immer wieder fest, in der Arbeit mit wunderbaren Menschen, die in meinem Programm sind, wie viele Energien da einfach sich auch teilweise im Energiefeld aufhalten, die überhaupt nicht zu uns gehören, die wir irgendwann mal auf uns geladen haben. Und das gilt es wirklich alles zu lösen, sich davon zu befreien, Schritt für Schritt tiefer zu gehen, hinzuschauen und sich auch von all dem ganzen Kram, diesen Denkmustern, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich bin es nicht wert, ich bin zu klein, ich habe keine Ausbildung dafür, ich habe kein Zertifikat oder ich muss doch erst noch das machen und erst noch das machen. Solange du denkst, ich muss noch erst noch das machen und erst noch das und das und das und quasi auf bessere Zeiten wartest oder auf einen besseren Zeitpunkt, geschieht nur eines. Das Leben läuft an dir vorbei. Ja? Und dazu möchte ich dich ermutigen, triff eine Entscheidung, deiner Seele zu lauschen, auf dein Herz zu lauschen. Die beiden können dich nicht betrügen oder belügen. Entscheide dich für dein ideales Leben, so wie es deinem Herzen entspricht. Denn dann hören wir auch auf, uns so zu verhalten, als hätten wir mehrere Leben. Wir mögen schon viele Leben früher gehabt haben oder vielleicht auch in der Zukunft noch unsere Seele viele Leben haben, aber das jetzige Leben im jetzigen Körper, zum jetzigen Zeitpunkt, das ist nun mal endlich. Und das möchte gelebt werden und das möchte gefeiert werden, auch von dir. Und du hast ein einzigartiges Potenzial in dir, einzigartige Fähigkeiten, einzigartige kreative Dinge, einzigartige Ideen. Vielleicht kannst du dich teilweise noch an welche erinnern, vielleicht gibt es welche, die ganz tief im Unbewussten vergraben sind, an die du dich gar nicht mehr so erinnern kannst. Kann alles wieder ans Tageslicht geholt werden. Und schau mal, was du hier für eine großartige Möglichkeit hast, dass du da sogar auch mit mir in einer kostenfreien Session mal drüber sprechen kannst. Und da schauen wir einfach ganz genau hin, was so die größten Verhinderer sind, was die größten Schmerzpunkte sind, weil das Erkennen dieser ist immer so der erste Schritt. Und ich verspreche dir auch eines, nach der Durchbruchssession wirst du ganz klar wissen, wie dein ideales Leben ausschaut. Und diese Möglichkeit hast du hier, die kannst du kostenfrei hier nutzen, dass wir unter vier Augen sprechen. Da mal genau hinschauen.
Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich dir zu 100% helfen kann, können wir auch gerne drüber sprechen, wie eine Zusammenarbeit ausschaut. Ja, aber zunächst mal geht es um dich dahingehend, dass du es überhaupt mal nutzt, dir in der Richtung Klarheit zu verschaffen. Also, dass du diese Chance überhaupt mal wahrnimmst. Das wollte ich einfach mal mit dir teilen, nochmal so meine persönliche Geschichte dazu, wie lange ich rumgeeiert bin und mit angezogener Handbremse durch mein Leben bin, wie viele Signale vom Körper ich missachtet habe, wie viele Disharmonien und Krankheitssymptome mein Körper mir da geschickt hatte, in Form von Rückenschmerzen, in Form von Neurodermitis, in Form von Magenschmerzen, Gelenkschmerzen und. Diese jahrelange Odyssee, vielleicht findest du dich da wieder oder vielleicht merkst du, dass dein Körper dir immer mehr Signale schickt. Lausch auf sie und nutze deine Chance. Lass uns gerne mal unter vier Augen reden, damit du zumindest die Klarheit mal hast, wie denn dein ideales Leben ausschaut. Denn schau mal. Wo könnte denn geschrieben stehen, dass ausgerechnet du dir dein ideales Leben nicht mehr erschaffen kannst? Dass ausgerechnet du weiter mit angezogener Handbremse durch dein Leben gehen musst oder dein Leben an dir vorbeiziehen musst? Das kann doch nicht ernsthaft irgendwo geschrieben stehen, oder? Wir kommen doch alle aus der gleichen Quelle. Ich nenne das immer gerne so die Quelle allen Seins. Da kommen wir doch letzten Endes alle her und haben doch alle ja so einen unsichtbaren Rucksack mit hierher gebracht, unseren Seelenplan. Hatten alle mal ganz, ganz andere Ideen als das, was dann letzten Endes über uns gestülpt wurde. Und es muss sich niemand von uns ausgeliefert fühlen. Es gibt so viele Möglichkeiten im Leben etwas zu verändern. Man darf es nur mal zulassen und darf sich diese Inspiration holen und dann ist alles möglich. Es ist so, so viel mehr möglich, auch für dich. Okay? Bis dahin, nutz deine Chance. Ich freue mich auf dich. Tschüss.